die ganze Dramatik der Situation gespiegelt in den Gesichtern, in den Blicken, in den Posen der Menschen, die daran beteiligt waren. Willkommen in der Österreichischen Galerie Belvedere. Mein Name ist Markus Fellinger, ich bin Kurator für die Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Belvedere. Ich möchte euch heute eines meiner Lieblingsbilder aus der Sammlung vorstellen, Anton Romakos Tegetthoff in der Seeschlacht bei Lissa. Anton Romako ist für mich schon lange ein besonders herausragender Künstler unserer Sammlung. International ist er relativ wenig bekannt, aber aus dem Kanon der österreichischen Kunstgeschichte ist er nicht mehr wegzudenken, eine wirklich zentrale Figur des 19. Jahrhunderts. Was mir persönlich an ihm so gefällt, ist, dass man tatsächlich alles, was Kunst so interessant, so spannend, so außergewöhnlich macht, an seiner Person, an seiner Malerei nachvollziehen kann. Er war ein Künstler, der tatsächlich in vielen seiner Zeit voraus war und deswegen auch in seiner Zeit relativ unverstanden war und nur von einem ganz kleinen Kreis von Kollegen, Gönnern, Sammlern geschätzt wurde. Er selbst hat sich auch sehr gerne so inszeniert als großer, unverstandener Exzentriker. Und in dem Sinne kann man ihn durchaus mit Künstlern wie Van Gogh vergleichen, die ein ähnliches Schicksal hatten wie Romako. In bestimmten Bereichen war er seiner Zeit weit voraus, vor allem in stilistischer Hinsicht. Er wurde erst viel später, Anfang des 20. Jahrhunderts, als großer Vorläufer der jungen Expressionisten wieder geschätzt, wie zum Beispiel Egon Schiele oder Oskar Kokoschka, die ihn tatsächlich Jahre nach seinem Tod wiederentdeckt haben. Und wenn man das Gemälde, das wir hier zeigen, vor Augen hat, dann sticht auch relativ schnell ins Auge, woran das gelegen hat. Wenn man sich die Kunst, die Malerei, vor allem die Historienmalerei des 19. Jahrhunderts vor Augen führt, dann wird erst deutlich, wie ungewöhnlich Romakos Lösung ist. Dargestellt ist die Seeschlacht von Lissa, die stattfand im Sommer 1866 im Zuge des österreichisch-preußischen Krieges, eine große Seeschlacht der österreichischen Kriegsmarine gegen die italienische in der Adria. Und zugleich der größte Erfolg der österreichischen Kriegsmarine wahrscheinlich aller Zeiten und für die damalige Zeit natürlich ein ungemein bedeutendes Ereignis. Romako wählt das Thema über 10 Jahre nach dem tatsächlichen Ereignis, um ein Bild für eine große internationale Ausstellung im Wiener Künstlerhaus einzureichen und sich dadurch möglicherweise auch das Wohlwollen von Gönnern, eventuell sogar des Kaiserhauses, zu erwerben. Er hoffte auf einen Ankauf des Kaisers, was angesichts der leider vernichtenden Kritiken, die das Bild damals erfuhr, nicht passierte, sondern der Kaiser kaufte erst eine zweite Version, eine wesentlich veränderte und viel kleinere Version des Bildes von Romako später an. Das Bild ist in dem Sinne sehr außergewöhnlich, weil hier das Ereignis auf einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt verengt wird. Das eigentliche Geschehen sieht man überhaupt nicht, nämlich den entscheidenden Rammstoß, den das Flaggschiff des Admirals gegen einen italienischen Panzerkreuzer oder Panzerfregatte ausführte, die Red Italia, die daraufhin innerhalb weniger Minuten sank. Man sieht das Ereignis kurz vor dem Zusammenprall der beiden Schiffe, die Figuren alle in ihren Gefühlen, ihren Emotionen im Zuge dieses wirklich brutalen Geschehens. Der Blick des Admirals und seiner Offiziere, ja, starr, zuversichtlich, voller Voraussicht und Spannung, was da jetzt dann geschehen mag, ob das Manöver tatsächlich den Erfolg bringt. Die Mannschaft darunter, die Matrosen am Steuerrad, zum Teil mit weit aufgerissenen Augen, zum Teil mit zusammengekniffenem, konzentrierten Blick. Einer der Matrosen schon verwundet, offenbar am Boden rundherum, Pulverdampf, explodierende Geschosse. Der größte Teil der Szenerie liegt sowieso verborgen hinter Pulverdampf und Rauch. Also Romako verdichtet hier das Geschehen auf die psychologische Seite, auf die menschliche Seite, auf den Anblick der Figuren selbst, der Menschen, die daran beteiligt sind, der Matrosen wie der Offiziere. Er tut das mit formal höchst fortschrittlichen und modernen Mitteln.
Er zeigt nicht die ganze Szenerie, den ganzen Raum des Schiffes, des Meeres, der zusammenprallenden Schiffe, wie das die meisten anderen Marinemaler oder Schlachtenmaler der Zeit taten. Es gibt tatsächlich sehr viele Gemälde dieses Ereignisses. Romaco ist der einzige, der das dermaßen fokussiert auf die Person Tegetthoffs und seiner Mannschaft. Für ihn stand nicht das eigentliche Geschehen im Vordergrund, sondern tatsächlich die Emotionen, die Anspannung, die psychologische Seite und ja, die Zuversicht und die Angst im Zuge dieser brutalen Kampfhandlungen. Dafür bedient er sich relativ einfacher Mittel. Sein berühmter eckiger, kantiger Stil in der Zeichnung, die Farben relativ zurückgenommen, es ist sehr wenig Raum in dem Bild. Und gerade die Aufgabe der räumlichen Perspektive, die als die größte Errungenschaft der abendländischen Malerei seit der Renaissance galt, die hat Romaco hier schon vorweggenommen und zeigt so die ganze Dramatik der Situation gespiegelt in den Gesichtern, in den Blicken, in den Posen der Menschen, die daran beteiligt waren. Und das ist eigentlich das Spannende und Interessante an diesem Bild. Romaco fokussiert sich auf einen ganz kleinen Teil und legt alle seine Kraft und seine Kunst in die Gestaltung dieses kleinen Teils, um möglichst viel an Emotion, an Effekt, an Dramatik daraus zu holen. Dieses Erlebnis, das uns Romaco mit dem Bild vermitteln will, das ist natürlich wunderbar zu sehen am Bildschirm, in Büchern, aber nichts kann natürlich den Eindruck des Originals ersetzen. Deshalb lade ich euch ein, wenn ihr wieder dürft, ins Belvedere zu kommen, euch das Bild im Original anzusehen. Es ist bedeutend eindrucksvoller, wenn man direkt davor steht. Vielen Dank.